ça. Los geht's. Bett ist dabei, Essen ist dabei. Weißt du per Zufall, in welcher Ebene ist die am besten zu finden? 10 bis 15. 10 bis 16. Das müsste soweit sein. Okay. So, es gibt jetzt 4 Dinger, die man bei mir kaufen kann. Ein Rohbau, ein fertiges Haus und 2 Grundstücke. Wie viel ist das fertige Haus? Das fertige Haus ist ein ziemlich schönes Haus. Und das kostet 10 Diamanten, 20 Gold und 35 Eisen. Und es hat bereits als Inneneinrichtung hat es bereits 10 Fackeln, eine große Kiste und eine Werkbank. Okay. Und es ist ein zweistöckiges Haus. Also es hat einen normalen Stock und sowas wie einen Keller. Oh, da drüben ist Eisen. Oh Mann. Es ist immer noch so warm. Ich hatte gerade Glück, ey. Wow, Jesus, was ist hier los? Was hast du denn? Um mich herum ist alles Lava. Alles. Oh, ja. Alles. Okay, ich muss mal kurz auf die Toilette. Unterhalte mal die Leute weiter. Bis ich gleich wieder da bin. Erzähl ein paar schöne Geschichten oder sowas. Bis gleich. So, ich erzähle euch mal wieder so die schönen Abenteuer von Cedric und der Lavasee. Lavaseen sind ziemlich tödlich für mich. Immer wenn ich extrem cooles Zeug habe, muss ein Lavasee kommen oder ein Monster, das mich im Lavasee sehen will. Ein Smaragd. Eisen. Aber was meint ihr? Soll ich echt mal Will vertrauen und bei ihm ein Haus kaufen? Oder einen Platz zum Bauen? Und wo schießt du? Ach, von da an. Oh, dieses Skelett hat voll die Trickshotte drauf. Also die Skelette in 1.12 sind schon böse.
so. Da drüben ist ja noch mehr Eisen. Schade, seht ihr das gerade nicht. Ich bin gerade in einem unterirdischen Rest drin, wo riesig ist. Ich glaube, das ist sicher der, wo auch will in seinem Grundstück sein. Und da ist überall immer wieder Eisen. Sieht voll cool aus. Und da will ich mich jetzt wieder hochbauen. Da bin ich wieder. Hallo. Ich hab mir eben wehgetan. Hey. Schon wieder? Wie bei meinem Stream mit der Zerrung? Ja, ich bin aber diesmal die Treppe runtergefallen. Ist aber nur so eine 3-Stufen-Treppe, also nicht so schlimm. Bin von der letzten Stufe abgerutscht. Hey, du hast doch da den Rest bei dir. Was meinst du? Ich glaube, da bei dir, bei da wo es so runter geht. Ja. Ich glaube, ich bin da drin. Ja? Weil bei mir geht's links und rechts so übelst der Wasserström runter. Und sieht mal auf die, heftig aus. Guck mal auf die Koordinaten. Minus 571, 17, 690. Aber der geht links und rechts übelst weit lang. Das ist aber nicht bei mir, denn ich bin bei minus 400 plus 370. Nee, nicht so bei dir. Der Rest, wo bei dir ist, glaube ich, dass das auch der ist. Mhm. Das, in dem Rest, wo ich jetzt bin, wenn ich da weitergehe, der geht ja links und rechts, geht er noch übelst weit. Mhm. Dass der zu dir führt. Oh, da oben ist ein Creeper. Kann sein, vielleicht. Hey, der ist übelst groß. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit mir? Bin ich ein Idiot oder so? Wieso? Der Gyrol ist die ganze Zeit AFK. Zeit zum Trollen. So lang wie der weg ist, kann ich den auch in Obsidian einbauen. Oh oh. Das könnte mein Ende sein. Oh, ich hab's überlegt. Immer schön vorsichtig. Ah, nicht wegen dem. Ich hatte einen Kampf gegen ein Skelett. Und genau neben Lava. Ja, jetzt wird schon wieder Nacht und der Gyrol ist immer noch AFK. Wie lange braucht er denn, um eine zu rauchen? Lange. Oh, 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 oh. Nein! Die Nummer 1. Oh, hey. So ein Riss ist echt gefährlich. Also, ich mache es so, dass ich... Ich bin voll krass gestorben. Ja? Ich hatte bei mir einen Wasserboden. Und dann ging ich um den Eck. Und dann wurde ich immer wieder zu meinen Skeletten gespült. Und da standen 3 Stück. Und wo ich weg wollte, kamen alle 3 hinterher. Kannst du mich mal zu dir porten? Weil ich weiß ja nicht, wo es lang geht. Vom Spawn. Moment. Ich war gerade auf dem Weg zum Gyrol, ich gehe mal kurz wieder ein bisschen zu meinem Haus. Wäre cool, weil ich will meine Items holen. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. T/TP
El Cedo zu El Cedo. Nein, hierhin. Also, da hinten ist mein Tor. Mhm. Okay, schön. Also ich mache immer so, dass ich zuerst Strip Mine gehe, bis ich eine komplette Eisenrüstung habe. Und bei Skeletten ist es echt am besten, wenn man sich irgendwie ein Schild erstmal macht. Damit man die Pfeile abblocken kann. Ja, ich ging früher immer meinen ohne Rüstung. Ich kenne das gar nicht anders. Aber die neue Attack-Ding ist die Hölle. Ja, da muss man sich echt dran gewöhnen. Nein, mein Essen. Okay, es ist ja direkt unten. Ups. Ich habe für den Gyrol mal was, schön Okkultes gemacht. Als Troll. So ein, so eine zwei hohe Erdfläche in der Mitte. Außen herum sind in unsymmetrischem Abstand 8 Obsidianblöcke gesetzt und 2 umgedrehte Kreuze aus Erde an dem Erdblock. Hat auch ein bisschen was zum Spekulieren. Gesundheit, was ist denn los? Danke. Bei mir? Ja. Wegen Niesen? Ja. Es gibt eine Grassorte, also Wiesen. Hanf. Nee, normale Wiese. Und die blüht immer in Gewässer in 3 Zeiten. Hm. Und ich habe wohl genau neben mir im Acker so ein Feld. Und da muss ich die ganze Zeit niesen. Hatte ich letztes Jahr auch schon. Mhm. Und ich habe das ärztlich abgeklärt und mein Arzt sagte ja. Und ich habe dann via Bauern, ich habe mal auf einem Bauernhof gearbeitet. Und da hatte ich es auch, aber viel extremer, so wie Blütenstauballergie, entzündete Augen, verstopfte Nasen. Aber nur, wenn ich auf diesem Feld bin, wenn es blüht. Und das ist eher eine Biowiese und das ist voll eklig. Ich finde das sowas Ekliges. Tja. Ich hab normalen Heuschnupfen. Ja, oh, hey, das ist. Ich bin froh, hab ich nicht so extrem, dass ich gerade Heuschnupfen ist. Wow. Zeit, die Mauer weiterzubauen. Und wenn ich überlege, der Plan war ja nicht nur einfach so die Mauer zu bauen, sondern die Mauer soll doppelt werden, doppelte Wand. Ja,
Also zwei Wände und dazwischen einen Hohlraum, dass man oben drauf dann noch einen Holzweg machen kann, dass man zwischen den Zinnen läuft. Ja, läuft. Das wird viel Stein kosten. Eisen, Eisen, Eisen. Ach, ich hab dann mein Zeug wieder. Mhm. Aber irgendwo überhalb ist eine Spinne von mir. Wow, das sind die Skelette wieder. Sieht schon krass aus mit so einer hohen Mauer drumherum. Aber da muss noch so viel getan werden. Ja, hat so eine Mauer an sich. Willst du auch einen Zugtor machen, oder? Nee. Normales Tor reicht, offenes Tor. Warum auch? So, Cedric, du hast dich ja schon direkt auf dem Server verewigt, rechts. Ja, finde ich cool. Jetzt weiß jeder, wie mein Kanal heißt. Ja. Jetzt hast du die ganze Zeit Werbung von mir eingeblendet. Was will ich mehr? Ist das nicht ein bisschen traurig, ständige Werbung von dir zu haben? Oh, es wird schon wieder dunkel. Und der Gürtel. Echt jetzt? Ach, ich hätte ja ein Bett dabei. Ja, wir können auch eh nicht schlafen in dem Gyroll. Na ja, gut, hinlegen können wir uns zumindest, aber... Wir können uns hinlegen und warten, bis die Nacht rum ist. So einen richtigen Schlaf machen wir.